Schönen guten Tag, ich bin Manaf Hassan. Ich bin Deutscher mit syrischem Migrationshintergrund und ich bin Vorsitzender der syrischen Studenten in Deutschland. Und zwar wollte ich erstmal damit anfangen mit einer gewissen Zahl, die ich in den letzten 3 Jahren höre, und zwar 250.000 Tote. Und diese Zahl, 250.000 Tote, die lese ich seit 3 Jahren, ja? Und sie steigt nicht. Und ich möchte wirklich, dass man die Zahl, die genaue Zahl, mal preisgibt, damit man weiß, dass die Politik, dass die ganze Politik der ganzen Welt gescheitert ist. Weil 250.000 sind es niemals seit 6 Jahren. Die Zahl ist mindestens bei 750.000. Am Anfang sind zwar viele Menschen gestorben, aber es sterben in letzter Zeit noch viel mehr. Das heißt, wir sind mindestens über 500.000, über 500.000. Weiterhin möchte ich mit allen darüber reden und wollte fragen, wie kann es sein, dass wir die ganze Zeit über Russland, Iran reden? Warum reden wir nicht über die andere Seite? Warum reden wir nicht über die USA? Es wurde gesagt von Herrn Miguel, dass die USA, oder nein, von Herrn Keim, dass die USA gerade erst angefangen hat, in den Konflikt einzugreifen. Aber das stimmt doch gar nicht. Die haben sogar vor Russland eingegriffen und das ist seit 1,5 Jahren der Fall. Und in dieser Zeit ist der IS stärker geworden und das ist ein Fakt. Weiterhin möchte ich sagen, dass es wurde ja gesagt, die Mächte Türkei, Saudi-Arabien, warum hat man nicht Katar erwähnt? Katar ist spielt auch eine bedeutende Rolle und hat ebenfalls sehr viel dazu beigetragen, dass die Syrer sich untereinander bekriegen. Die Türkei allein, und wir wissen alle und wir haben alle sicherlich in den letzten Monaten davon gehört, wie der Ölschmuggel zwischen der Türkei und dem IS voranschreitet. Und zwar mehrere Milliarden Gewinne hat die Türkei damit gemacht. Und wessen Verbündete sind das alles? Es sind die Verbündeten unserer Regierung. Und das ist Fakt. Katar, Saudi-Arabien, das sind alles unsere Verbündete. Die Türkei, die türkische Regierung, die ihr eigenes Volk niedermetzelt. Und dann sagt man, dass in Syrien ein Aufstand stattfindet. Ja, das ist richtig. Und das stimmt auch alles. Aber warum kümmern wir uns nur um Syrien? Wir haben auch Probleme in Jemen, wir haben Probleme in Ägypten, wir haben Probleme überall. Auf einmal ist Syrien das kleine Land, ja, und aus dem Land, woher ich komme, ist auf einmal Thema Nummer 1. Warum? Weil es unsere Interessen sind. Unsere Interessen spielen eine große Rolle und man redet über Assad. Ich möchte Sie fragen, wir sind hier auf einer Friedenskonferenz, man möchte über Frieden reden. Aber ich stelle mir die Frage, wenn wir hier über Frieden reden, warum stempeln wir gleich Assad als Diktatoren ab? Und warum sagen wir nicht, dass er auch eine größere Bevölkerungszahl hinter sich? Und das ist ein Fakt. Man muss doch dazu stehen, dass ein Präsident einer Nation ebenfalls eine große Bevölkerungszahl hinter ihm steht. Und man kann das nicht verneinen. Wenn man das verschweigt, dann verdreht man Tatsachen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, als ich nach Syrien gefahren bin. Im ersten Jahr, ich war jetzt 4-mal in dieser Krise in Syrien, als ich dort war und in Damaskus eine Riesendemonstration für Assad war. Da waren 1,5 Millionen auf der Straße in Damaskus. Da hieß es hier in den Medien, 1,5 Millionen gehen gegen ihn auf die Straße. Wie kann das sein, dass unsere Medien die Tatsachen verdrehen? Das ist nicht normal. Und da wurde mir klar, dass einiges nicht stimmt in diesem Krieg. Irgendwas stimmt hier nicht und da werden bewusst Tatsachen verdreht. Und es kann nicht sein, dass hier die ganze Zeit, also wie gesagt, ich habe hier 1000 Dinge gelesen, Sie sagen mir auch, Herr Neumann, dass 10 Millionen Flüchtlinge geflüchtet sind. Ich möchte gerne wissen, wo sind diese 10 Millionen? Weil ich, wenn ich jetzt an alle Länder denke, wo die Syrer hingeflüchtet sind, wir kommen nicht auf 10 Millionen. Also jetzt, Ihre Antwortrunde kommt gleich, jetzt haben Sie Ihre Frage gestellt, jetzt haben wir noch einen, der die letzte Frage stellt, bitte sehr, und dann gehen wir in die Antwortrunde und dann kriegen wir die Lösung. Eine letzte Sache nur. Ja, aber kurz bitte. Ja, letzte Sache. Und zwar, man sagt ja, wie gesagt, dass Deutschland, wir reden ja die ganze Zeit vom Iran, Saudi-Arabien und so, aber wir sollten vielmehr mal auf uns selber schauen. Deutschland liefert Waffen an Katar, liefert Waffen an Saudi-Arabien und liefert Waffen an die Türkei. Wie kann es sein, dass diese Länder, die den IS fördern und unterstützen und ihn sogar gebildet haben, wie kann es sein, dass diese Länder noch von uns Waffen bekommen? Wie kann das sein? Ich glaube schon, dass wir eine besondere Glaubwürdigkeit in Syrien haben. Also die Tatsache, dass wir keine koloniale Vergangenheit haben, die Tatsache, dass wir von Anfang an in Syrien für eine politische Lösung eingetreten sind,
gibt uns, glaube ich, hinreichende Glaubwürdigkeit, um mit allen Beteiligten zu sprechen. Und ich habe hier natürlich auch die Kritik gehört an Katar, an Saudi-Arabien, an der Türkei. Einer der Vertreter aus Syrien hat ja gesagt, Assad hat Unterstützung im Land. Das waren, glaube ich, Sie. Ja, das ist richtig. Und ich gehe auch davon aus, wenn es jetzt Wahlen gäbe, würde die Baath-Partei wahrscheinlich 20-25% immer noch bekommen. Aber der Punkt, und deswegen hatte ich das erwähnt, ich habe Umfragen gelesen, 20-25%. Aber egal, es geht jetzt nicht um die Zahlen. Es geht darum, wir brauchen... Das ist ein wichtiger Punkt. Sie sagen 25%. Ja. 25%, können Sie mir das belegen? Ja, ich kann Ihnen die Umfrage belegen. Ich kann Ihnen die Umfrage belegen, aber sofern man Umfragen in einem Land wie Syrien machen kann. Aber ich will auf einen politischen Punkt rausgehen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir brauchen Assad für eine Lösung des Konflikts. Aber das neue Syrien kann nicht mit Assad stattfinden. Nein, natürlich wird das syrische Volk das entscheiden. Und deswegen wird es Wahlen geben. Wir haben jetzt nicht das Ziel, dass Sie im Konsens die Antwort bekommen. Genau. Lassen Sie ihn ausreden und dann machen wir es am Podium fertig. Das syrische Volk wird das entscheiden. Und deswegen hatte ich auch darauf hingewiesen, es gibt einen innersyrischen Prozess, um die Verfassungsänderung und all diese Dinge zu besprechen. Und am Ende müssen freie Wahlen stehen. Für uns ist klar, dass jemand, der verantwortlich ist für den Tod von Hunderttausenden von Menschen in Lagern, unter übelsten Bedingungen, dass derjenige keine Rolle spielen kann in einem neuen Syrien. Das ist für uns klar. Und das ist die Politik der Bundesregierung. Ob das am Ende so kommt, weiß ich nicht, aber das ist unsere Haltung dazu.